Dealerin sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboarder? Wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag. Ich befinde mich am Hauptbahnhof, weil heute Morgen rief mich Sanja an, richtig stumm geklingelt. Ich will das Hendry heute am Hauptbahnhof Sportzeit machen. Weil er hat natürlich das Video auch gesehen, dass Sascha ihn gemacht hat, schon bevor er nach Ukraine gefahren ist. Das ist so 3 Wochen her. Das war der letzte oder vorletzte Tag. Da hat Sascha ja mich auch angerufen und gesagt, Paff, ich will einen Handrail machen. Ich will das erste Handrail in meinem Leben machen. Ich hab Bock. Was habt ihr denn hier? Dann habe ich natürlich eben das Hauptbahnhof-Handrail hier vorgeschlagen, weil das ist perfekt. Ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Man muss ja schon ein bisschen reinkommen, ein bisschen sliden, rauskommen. Und das ist das perfekte Handrail auf jeden Fall für den Start. Checkt das Video. Sehr, sehr geil, wie er kämpft und wie er dann am Ende sogar 2 Stück Back-to-Back hintereinander schafft. Sensationell. Ja, und daraufhin natürlich war dann Sanja, hat er dann am einen Tag oder 2 Tage später, haben wir dann natürlich auch gesagt, ey, komm, du willst das bestimmt auch machen, komm nur nach hier, wir checken das ab. Und als wir dann hier waren mit Sanja, hat er sich das Ray angeguckt und war ein bisschen erstmal sogar richtig erstaunt, dass das Sascha gemacht hat. Ich muss sagen, persönlich glaube ich es nicht, dass er macht, weil er einfach das letzte Mal, wie schon gesagt, als wir hier gekommen sind, hat er sich gar nicht getraut. Der ist halt angefahren 20 Mal und ist nicht mal einmal reingesprungen. Weil wenn du nicht mal reinspringst, dann weißt du gar nicht, wie es ist. Deswegen natürlich die einzige Hoffnung ist, dass du überhaupt reinspringt und dann kann man von da aus sehen, beim ersten Versuch schon beim Reinspringen siehst du so ein bisschen, ist das möglich oder nicht, ne? Ist die Kontrolle da oder nicht, deswegen leider glaube ich nicht, dass er macht, leider glaube ich, das wird wieder genauso verlaufen, natürlich, wenn das so wäre, würde ich das Video jetzt hier schon nicht für euch haben, das heißt, wenn ihr das hier seht, hat das anscheinend geschafft, wenn ich es jetzt poste, das heißt, ihr seid so ein bisschen gerade in der Zukunft, seht ihr das schon, weil ich persönlich glaube es nicht, aber ich würde es für ihn hoffen. Denn ich will eigentlich genau das gleiche machen wie bei Sascha. Ich habe nämlich gesagt, wenn du das schaffst, schenke ich dir ein paar Schuhe. Werde ich dir ein paar Schuhe sponsoren, weil das ein gewaltiger Fortschritt ist, ein Handrail zu bewältigen. An einem Handrail, 6er Handrail Boardslide ist schon wirklich ein Level höher. Und deswegen ist das auf jeden Fall, was ich dir natürlich noch, bevor er reinspringt gleich. Er macht sich gerade hier da hinten warm, ist voll lustig, auch dass er gesagt hat, ich dehne mich ganz kurz, ich mache ein paar Liegestütze, dann mache ich das gleich. Deswegen, ich verbringe gerade ein bisschen Zeit hier mit euch und sehe ihn da hinten gerade hier die Liegestütze machen und so, ist super funny. Er sieht es gerade wie ein Sportler, ich würde es mir mega wünschen, dass der das packt. Ich hoffe, dass das halt nicht so lange dauert, weil auch beim Triple Set hat er super lange Überwindung gebraucht und insgesamt war das Ganze an die 2,5 Stunden, dass er das Triple Set versucht hat. Natürlich hat er es am Ende geschafft, genauso wie auch bei Sascha hat es das ja hier 2 Tage sogar gedauert, dass wir 2 Mal hierher mussten. Insgesamt war es aber 1/2 Stunde, deswegen ich bin überaus gespannt. Ist es möglich? Denn natürlich, dann haben wir wirklich dieses Back-to-Back-Battle zwischen den beiden Jungs, zwischen Sanja und Sanja oder Sascha und Sanja oder Sascha und Sanja, damit man die überhaupt unterscheiden kann, weil die heißen einfach gleich. Deswegen, beide haben Kickflip 7er gemacht und das wäre toll, wenn jetzt beide hier den Boardslide machen. Natürlich, falls ihr das Street Sunday 22 gesehen habt, ist wahrscheinlich euch so die Kinnlade runtergefallen, so wie mir, denn dort hat Sascha ja schon den K-Grand am Handrail gemacht und zwar in dem Handrail, wo ich ja selber Frontside Boardslide gemacht habe, wie ihr gesehen habt. Das hat mich so motiviert, deswegen habe ich den Frontside Boardslide überhaupt erst gemacht am Handrail, weil er K-Grand gemacht hat, weil die Anfahrt ist wirklich scheiße. Wenn ihr das natürlich verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass das eine kurze Anfahrt ist, dass du so aufs Board drauf springen musst und schon kommt das Handrail, du hast keine 3-4 Meter Anlauf und dann der Boden hat so richtige krasse Holzrillen, die nicht längs gehen, sondern wirklich parallel und das macht die Anfahrt auf jeden Fall zu einem schwierigeren Trick ever. Deswegen, ja, er kommt jetzt hier gerade zurück. Wir gehen jetzt zum Rail und ich halte jeden Versuch fest, den er machen wird. Sehr gespannt, wie viele es werden. Wird der Sascha unterbieten können mit den Versuchen? Schafft er überhaupt? Und dann werden wir natürlich sehen, dass wir ihm dann auch die Schuhe überreichen und korrekt ist korrekt den Support geben. Voilà, Hamuka.
gut. Let's go. Ich kann es nicht glauben, er hat es gemacht. Hier, richtig so. Männlich. Gratulation, erstes Handtrail. Ich habe gesagt, ich habe gemacht. Tschüss. Wie fühlt es sich an? Gut. Gut? Ja, sehr, sehr gut. Ja? Du machst die Krampen schon. Weil ich mir auch das ja. Что это оно? Ага, бум! Цай, куда они шувы? Шувы капот? Ого! Спасибо большое! For hand trail. Dankeschön. Интересно. Ого! Класс! Sehr, danke schön, das ist sehr, sehr, sehr gut. Kennst du Schuhe? Ja, ich habe gesehen, aber da sind ein Jocelyn, 13 Stufen Köln, er hat gemacht da. 360 Kickflug. 360 Kickflug, ja. Вот. Ну попробуй. Сейчас. Думаю, конечно же, думаю, да? Прям на меня. Паст? Да, es passt. Паст? Да, капец. Прям на мою ногу. Сейчас буду надевать. Dann herzlichen Glückwunsch. Sehr dankeschön. Handtrail, erstes Handtrail. Schwer Handtrail? Sehr, sehr schwer, aber nicht so. Die sind sehr schwer, aber ich habe probiert, das ist sehr, sehr easy. Nicht schwer. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nice, sag mir, wer ist dein Dealer? Hoffen so smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Das Zweite sind Tobi, ich muss hustlen, you will be. Nosegrind, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah, ich häng mit OG dem Pro.